Was geht ab? Mein Name ist Boska. Ich stehe hier am Wiesbadener Hauptbahnhof, bin Teil des Labels Freunde von Niemand und rede über mein aktuelles Album Cobra 3. Ich mach den Rollo hoch und lass die ersten Sonnenstrahlen rein. Ich bin verkatert, doch das sollte man am Sonntag ja auch sein. Ich spür die letzten Moskau-Mule, meine Macht. Meine Musik ist ehrlicher, authentischer, hessischer Rap, der einfach ja, eine Menge Energie mit sich bringt und eine Menge Gefühl in sich hat. Und das ist das, worum es mir geht. Liebe aus der fremden Stadt, die Einsicht kommt, dass sie auch dieses Jahr ein Ende hat. Mein Fenster zeigt mir meine Gegend, die sieht. Also in meinen Texten ist allgemein einfach Hessen, Wiesbaden, Frankfurt, das ganze Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall ein großer Teil. Weil ich auch halt durch die Eintracht halt sehr verbunden bin an die Gegend hier und ich liebe einfach Hessen, ich liebe einfach die hessische Art, den hessischen Humor und rede deswegen einfach sehr gerne darüber und bin auf jeden Fall ein stolzer Hesse. Noch ein Lächeln und Momente bleiben, die wir bis zum Ende nicht vergessen. Niemals. Und das ist einer dieser Abende im späten Sommer. Letztendlich ist meine Musik hauptsächlich durch mein eigenes Leben beeinflusst. So, ich versuche einfach viel unterwegs zu sein, viele Eindrücke zu sammeln, viel zu reisen, viel rumzufahren und einfach, weiß ich nicht, im Nachtleben oder einfach auch in Szenekulturen Eindrücke zu sammeln, um sie in meiner Musik zu verarbeiten. Und ich glaube, wenn ich einfach, weiß ich nicht, zu wenig erleben würde oder zu wenig machen würde, würde meine Musik langweilig werden. Ich krieg ein Flash und check die Fotos auf dem iPod Touch und spür was Gutes wie in Kinderaugen sehen. Hol noch ein Eis, bevor Cortina in die Winterpause geht. Es ist unterschiedlich einfach. Wenn eine Tour gut läuft, dann ist Patte da. Wenn das Album gut läuft, ist auch Patte da. Wenn ich noch ein paar T-Shirts verkaufe, dann läuft alles rund so heutzutage. Oder beziehungsweise Musik ist einfach eine Mischkalkulation aus verschiedenen Dingen. Ich arbeite einfach viel im Studio auch für andere Leute und bin auf jeden Fall sehr stolz und sehr froh, dass ich von Musik komplett leben kann und dadurch einfach einen entspannten, freien Tag habe und einfach ja, meine Zeit so gestalten kann, wie ich das möchte. Die letzten Tage, bevor graue Sicht und Regen kommen. Aha. Die letzten Sonnenstrahlen schenken noch ein Lächeln und Momente bleiben, die wir bis. Ja, ich hab einfach allgemein das Gefühl, dass halt, dass die Leute sich halt mehr an populistischen Themen halt aufgeilen und halt einfach, weiß ich nicht, Schlagwörter und Schlagtitel halt benötigen, um sich, weiß ich nicht, ihre Meinung zurechtlegen zu können. Und ich habe das Gefühl, es geht leider wenig um Inhalt und mehr um reißerische Themen und ich finde das halt sehr schade, weil ich finde einfach, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, so, dann sollte man sich einfach mit allen verschiedenen Seiten und Aspekten dieses Themas auseinandersetzen und nicht nur einer Schlagzeile folgen. Diese Abende im späten Sommer, die letzten Tage, bevor graue Sicht und Regen kommen, die letzten Sonnenstrahlen schenken. Streamingdienste sind natürlich eine schöne Möglichkeit, um irgendwie sich den Leuten erstmal auf eine gewisse Art und Weise vorzustellen, aber man muss einfach sehen, dass man halt als Künstler an einem einzelnen Stream oder auch an ein paar Streams einfach nichts verdient. Ja? Und es ist einfach absolut nicht gleichzusetzen mit dem Kauf eines Albums. Ja? Und deswegen so, für alle Leute, die Interesse haben an meiner Musik, gerne nutzt Spotify, Apple Music etc., um euch die Sachen anzuhören. Und wenn es euch gefällt, dann tut doch bitte den Gefallen und kauft es. Sicht und Regen kommen, die letzten Sonnenstrahlen schenken noch ein Lächeln und Momente bleiben, die wir bis zum Ende nicht vergessen. Niemals.